Vor kurzem kam in unser Leben eine Ansammlung von Schwierigkeiten. Da waren Schmerzen aufgetreten, sogar mit Krankenhausaufenthalt. Da waren beruflich schwierige Situationen zu umschiffen. Da waren Menschen, die uns auf einmal in einer merkwürdigen Art gegenübertraten. Und wir waren wirklich der Meinung, dass der Feind uns an verschiedenen Fronten attackiert. Wir beteten darüber und der Herr schenkte mir ein Wort. Er sagte, der Herr denkt an euch und segnet euch. So in diesem Wortlaut, wie ich das gehört hatte im Gebet, habe ich es nicht in der Bibel wiedergefunden. Aber doch etwas anders formuliert, was inhaltlich genau das Gleiche ist. Im Psalm 115 sagt er, im Vers 12, der Herr hat unser gedacht und er wird segnen. Das war ein Wort, was ganz tief in mein Herz gefallen ist. Die Dinge, die mir passiert waren oder in denen wir standen, sie gingen gar nicht an Gott vorbei, sondern Gott hatte sie gesehen, Gott hatte sie wahrgenommen, Gott hat an uns gedacht. Und Gott würde sich von diesen Attacken überhaupt nicht beeindrucken lassen, sondern er wird segnen. Der Herr hat unser gedacht und er wird segnen. Im Psalm 136, da heißt es, der unser Gedachte in unserer Niedrigkeit, denn seine Gnade währt ewig. Weißt du, wenn du heute in solche Situationen kommst, wo der Feind dich bedrängt, wo irgendetwas wirklich schwierig wird, dann sei gewiss, Gott denkt an dich. Gott hat dich im Blick und er wird dich segnen. Er wird deinen Weg segnen, er wird diese Situationen klären und er wird einen Ausweg schaffen. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Ich wünsche dir, dass du das heute erlebst. Ganz neu ein Zeugnis in deinem Leben aufgerichtet wird. Gott hat mehr für dich.